Von diesem Spiel ist es gesponsert. Findest du geil? Ja, ganz geil. Alter. Also erstmal. Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hier mit am Start Tati und Bagesh. Das haben die heute schon öfters gehört, denn heute ziehen wir durch. Heute geht es um ein Spiel. Wenn es mal laden würde. Ich bin bereit, ein Spiel hier hinrufen. Kennt ihr diese Spiele, wo man immer so bestimmte Sachen auswählen muss? So, da kommt so ein Text, da kommt zum Beispiel eine Figur, dann labert die. Und dann kann man so auswählen. Wege, so verschiedene Wege, genau. Findest du geil? Ja, eins geil. So ist Talkman. Ja? Gehst du ja den ehrlichen Weg? Genau. Ja. Darum geht es, das ist so ein Spiel, das nennt sich You Left Me. Ihr könnt mal den Trailer anschauen. Ist es ein Horrorspiel oder? Schau erst mal den Trailer, wenn er lädt. Oh, der hat geil gemacht. Alter. Okay, das ist so richtig geil gemacht, Mann. Bisschen ja, so. Bewusstsein, bisschen. Genau. Ja. Bisschen strange, mysteriös. Ja, genau. Und da musst du es öfters durchspielen und die anderen Wege und dann erfährst du immer mehr von der Story und sowas. Und wenn du es einmal durchgespielt hast, reicht es nicht, weil wenn du es irgendwie einen anderen Weg wählst, dann erfährst du irgendwie was anderes von der Story und so. Damit du halt die volle Story entfaltest, musst du es halt immer wieder und immer wieder spielen. Mhm. Krass. Ich finde sowas echt interessant. Wer hat sowas erfunden? Also woher kommt sowas? Ja, aus dem asiatischen Raum oder? Boah, weiß ich nicht. Es gibt schon öfter, gibt es schon immer. Es war jetzt schon so ein bisschen, es war doch so schon ein bisschen asiatisch, oder? So anime-mäßig. Ja, ja. Meinst du die Bilder, ja? Kurzteil, ich habe mir, man kennt doch diese, die im Dschungel gehen und so weiter. Die dann überleben wollen. Survivor? Die Typen, die sich filmen. Survivor-Modus, yeah. Er hat kein Essen. Und du entscheidest auf Netflix. Oh, okay. Endinteressant, was oh, ist der geil. Jetzt? Ja, das ist echt geil, ja. Ja, ja eben, genau, das ist echt geil. Und so. Live, oder? Ja, und boah, ich das ist klick, geil. Ich denke, ich bin der Kameramann und schaue ihm gerade live zu. Ich finde, die Idee müssen wir klauen für irgendein Video. Ja, ich finde das ends krass. Das ist echt geil, Mann. Einbindung ist besser. Livestream, ja, Mann. Schon wieder. Ends krass. Ja, so eine fette Raupe und das Teil. Also, was soll ich essen? Das ist echt, das ist echt geil, ja. 3 Stunden am Tag länger, das schmeckt genau, aber ja. Schlechter und so. Ja. Könnte aber Gift drin sein. Oi. Alter, und dann dort ist ein Sumpf mit Krokodilen. Ja, ja. Und da geht er durch einen Dschungel, wo Schlangen und so sind. Und dann, du hast aber nur eine Machete und so. Kommt drauf an, welchen Gegenstand. Ist schon echt interessant. Das ist echt geil gemacht, echt ja. Nice, ja. Ja, genau. Eins heftig. Ja. Ich bin halt echt. Oh, ah, hast du zum ersten Mal gehört? Ja, beim ersten Mal war ich auch komplett baff. Ich dachte mir, wow. Ich kenne es gar nicht, Mann. Ja. Und wenn es dann auch so real ist, weißt du? So, weil, wie du haben sagst, wir so, eine Schreibung? Dann ist es ja alles brutal, Mann. Ja. Ich finde es auch richtig geil, richtig nice. Du kannst ja Englisch. Du kannst ja mal ein paar natürlich. Beschreibungen, Bewertungen durchlesen. Du magst ja Bewertungen. Ja. Also erstmal. Inside. Auf jeden Fall, dieses Video ist gesponsert von denen. Von diesem Spiel ist es gesponsert. Eine Kooperation, die ich gerne eingehe. Check gerne das andere Video ab, da haben wir über andere Kooperationen geredet, die vielleicht nicht so toll sind, die man vielleicht nicht eingehen sollte. Aber diese Kooperation gehe ich gerne ein. Die Jungs haben nichts davon gewusst. Das war ihre erste ehrliche Meinung. Und die ist positiv. Auf jeden Fall. Okay, this is an awesome game and I hope that the creator will continue making games like this. Thank you so much. Ja, es spricht eigentlich gar nichts dagegen. Es ist mal was Neues. Tja. Das ist richtig nice. So. Du musst ja erstmal drauf kommen, sowas zu haben als Option. Hi, I'm a YouTuber and hope to get some support from you guys by leaving a like. Okay. Schauen wir mal, was gibt's da noch? I love it with all of my soul. Okay, what? Oha. Ja, es gibt halt welche, die können sich endlich. Die steigern sich voll rein, ja. Haben voll viel Fantasie. Als wären die das, ja. Also. Ja, das ist heftig. Ja, das ist das und Klasse. Dann ja. Lebt man das tatsächlich. Ich bin ja. Auch so ein. Manche vergessen ja die Zeit. Bei mir ist wirklich so manchmal. Ja, ich weiß schon. Das ich ist vergesse Raum und Zeit um mich rum komplett alles. Das ist aber das ist echt eine geile Gabe, sowas, weißt du, wenn du dann einfach das dir vorstellen kannst. Ist nicht eine Gabe, es passiert einfach. Es ist. Ja, aber das, andere können es nicht, weißt du? Andere müssen es vielleicht erleben, so live. Also ich kann es zum Beispiel echt gar nicht. Ich bin immer neutral, immer so von der Seite. Leute, ich steigere mich nie in irgendwas rein. Es gibt so Leute, die sehen das und die sind drinnen ja. Und dann auf einmal, boom, die leben das. Und das ist schon eine Gabe, das finde ich schon krass. Ja. Was hat Einstein gesagt? Vorstellungskraft ist wichtiger, wertvoller als Wissen. Du musst dir erstmal Dinge auch vorstellen, ja. Im Kopf haben, damit du dahin arbeiten kannst und so.
Also Vorstellungskraft ist echt ein bisschen underrated. Da habe ich ein anderes Talent zum Beispiel. Also ich habe in Sachen Küche habe ich immer ein krasses Vorstellungstalent. Kombinationsmittel. Weil ich einfach, wenn ich irgendwas sehe, dann weiß ich ganz genau, wie ich das anrichte, wie ich das zubereite und da habe ich gleich alles im Kopf. Ohne Rezept ist das einfach so fies. Ja, das habe ich einfach im Kopf. Das bastelt sich alleine zusammen. Das ist mein Talent, oder? Ja. Was sagst du, was hältst du zum Beispiel von dieser Art? Hammer! Sonst hätte ich es ja nicht angenommen. Also genau mein Stil, passend zu meinen Touren und sowas. Mysteriös Geräte und sowas. Oh, der Ends stimmt. Alles perfekt, Mann. Also, Rätsel und so, das ist Ends heftig. Oh, genau mein Stil, also. Ich freue mich auf nächste Woche mit Ends geil. Ja, wo kann man das anschauen? Oder was muss man eingeben? You Left Me. Links. Left Me. Link ist unten in der Beschreibung, das kann man spielen. Ich habe ein paar Videos gesehen, wo Leute das durchgespielt haben. Sah Hammer aus. Also ich will es unbedingt noch testen. Ganz kurz noch am Anfang. You wake up in a different world. Oh ja. You have until night time to escape. Also oh to ja, finishing. genau. God. Why are you here? Warum bist du hier? Das habe ich mir auch im Leben schon echt oft vorgestellt. Schon krass. You've forgotten something important, but what? Remember before it's too late and you're lost forever. Ja, echt interessant. Ja. Five Endings. Genau, 5 Endings, verschiedene, je nachdem, welchen Weg du gehst, wofür du dich entscheidest. Also. Ja. Ich kann nur sagen, Hammerteil, ich freue mich, vielen Dank für die Kooperationsanfrage. Check das gerne ab, für alle, die es interessiert, solche Spiele, solche Genres. Heute, was geht ab, Leute, mit am Start, Tati und Bagisch. Wir haben letzte Woche ein Video gedreht, es ging um ein cooles Spiel. Erinnert ihr euch noch? Chibasa Go. Nee, das andere Spiel. Pokémon. Nee, dieses. Entscheidendes Spiel. Jungs wussten nicht, dass es eine Kooperation ist. Haben gut drüber geredet. Okay, ich weiß auch erst jetzt, dass es eine Kooperation war. Ja, ich hab's dir letztes Mal erzählt. Im Video sogar. Okay, krass. Digga, du hörst echt nie zu. Ich kann mir nicht mehr alles merken. Echt. Auf jeden Fall. Ich bin. Normalerweise bin ich echt vorsichtig bei sowas. Aber ich bin auf einen Fake eingefallen. Das war doch keine Kooperation. Das war irgendein Faker, der irgendwelche Daten haben wollte. Echt nicht. Aber zum Glück haben wir noch keine Daten und sowas. Wir haben gerade mal das Video gedreht, hätten es dann geschickt und dann bla bla. Aber davor habe ich es zum Glück noch gecheckt, weil auf der Webseite von dem Spiel stand dann, also da, wo du die Kommentare durchgelesen hast und keine Ahnung, wieso du diesen Kommentar nicht gelesen hast, aber ganz oben war angepinnt, dass die Person, die es irgendeine Person gibt, die Leute anschreibt und in deren Namen, in dem Namen vom Spiel dann behauptet, Kooperationen auszuteilen und dies, das. Ich habe einfach runtergescrollt, ich habe da nicht richtig geschaut. Wenn ich mich hinsetze und Recherche mache, dann ist sie sauber. Aber das war einfach nur. Ja, normalerweise ich auch. Also ich bin noch nie auf irgendwas reingefallen bezüglich Kooperation, Fake und sowas. Aber hey, das Spiel sah echt gut aus. Und die haben es halt clever gemacht. Das sah richtig nice aus. Das Spiel an sich ist ja auch korrekt und super und dies, das. Und diese Faker haben halt das Spiel genommen und in deren Namen halt Sachen geschrieben. Ach so. Deswegen, das Spiel an sich ist halt perfekt, solide. Könnt ihr immer noch gerne abchecken, aber. Aber Kooperation gibt es halt nicht, kein Geld, aber das Spiel kann ich trotzdem empfehlen. Also das sieht immer noch mega super interessant aus. Ja, Cyberkriminalität. Aber was wäre die Kooperation gewesen? Das Spiel erwähnen, ja. Dafür kriege ich Geld. Einmalig, oder was? Einmalig, ja. Mhm. Standard-Kooperation halt. Schade. Sehr schade, weil es gibt nicht so viele gute Angebote. Check gerne das Video, was demnächst noch hochgeladen wird. Oder? Das erste Video, was wir gedreht haben? Oder war das? Ja. Oder? Mit dem Pokémon Go Ding da? Ja, das Video kommt noch. Das ist ja das nicht so gute Angebot. Ja, ich sag ja, es gibt voll seltene gute Angebote. Ja, oder so schlecht ist das Angebot nicht, Mann. Oh mein Gott. Kommt drauf an, was wir sagen dürfen und was nicht. Oder? Oh mein Gott, nein. Auf jeden Fall, Leute, ja. Check gerne das Spiel trotzdem ab. Auch wenn wir kein Geld dafür bekommen. Es sah sehr interessant aus und ich hätte es sonst nicht angenommen. Folgt uns gerne auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt die Videos ab. Gebt ein Like, einen Kommentar, ein Abo. Und ciao.